Habt ihr schon einmal das hier gesehen? Richtig, das ist der Papst. Aber da ist doch irgendwas komisch dran. Dieses Bild geht um die Welt. Der Papst in stylisch weißer Winterjacke. Ein Fake. Können Deepfakes unsere Zukunft völlig verändern? Wie gefährlich sind sie wirklich? Das will ich mir heute anschauen und dafür bin ich zum Ars Electronica Center gefahren. Zunächst wollen wir doch einmal klären, was sind überhaupt Deepfakes? Also Deepfakes sind manipulierte Videos, bei denen mithilfe von künstlicher Intelligenz Personen in Situationen dargestellt werden, die sie wahrscheinlich so selbst gar nicht erlebt haben. Deepfake, das Wort selbst, setzt sie zusammen aus den Wörtern Deep Learning, also eine Art, wie künstlich intelligente Systeme lernen, maschinelles Lernen, und Fake für Täuschung, ganz klassisch. Bei vielen Videos ist mittlerweile schon nicht mehr zu erkennen, sind das jetzt echte Videos oder sind das nicht echte Videos? Was gibt es denn für Möglichkeiten, da Deepfakes von echten Videos zu unterscheiden? Also grundsätzlich, wenn man ein geschultes Auge hat dafür, kann man anhand von einigen, sage ich mal, Artefakten im Video erkennen. Man kann das erkennen, wenn die Person jetzt sehr unnatürlich wirkt, von der Mimik her, von irgendwelchen Kanten, die verschwommen sind, kein Blinzeln, aber auch vom Ton selbst her, wenn die Person einfach einen sehr metallischen Klang hat. Aber es gibt da die Möglichkeit, das mit anderen künstlich intelligenten Programmen herauszufinden. Also da gibt's Programme im Internet frei verfügbar oder auch Bezahlprogramme, die das mittlerweile erkennen können. Gibt es denn aktuell so Maßnahmen, die Organisationen oder auch die Regierung da ergreift, um schädliche Deepfakes einzudämmen? Oder was gibt es da denn für Maßnahmen? Also das Allerwichtigste, was jeder und jede machen kann, ist Aufklärung, also Bildung zu betreiben. Das macht man mittlerweile im Schulsystem, indem man diese digitale Grundbildung anbietet als Unterrichtsfach. Man sollte einfach Quellen hinterfragen im Internet und einfach dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche gleich geschult werden darauf, dass sie nicht allem und jedem vertrauen. Aber es gibt natürlich auch von EU-Seite her, also vom Gesetzgeber selbst, verschiedene Maßnahmen. Da gibt es jetzt diesen EU AI Act, also wo man versucht, gewisse Programme eine Art Gütesiegel zu geben. Was sind jetzt die Hauptanwendungen, wo Deepfakes hauptsächlich jetzt verwendet werden in der heutigen Zeit? Also tatsächlich am allermeisten für so Face-Swap Anwendungen, das heißt einfach auf sozialen Netzwerken irgendwelche lustigen Videos, wo man dann sein Gesicht wie eine Art digitale Maske drüberlegen kann. Aber tatsächlich auch in einem kriminellen Bereich, wenn es zum Beispiel um pornografische Videos geht. Ja. Und gibt es Möglichkeiten, diese Deepfake-Technologie positiv zu nutzen? Durchaus, ja. Also wenn man sich vorstellt, dass man einen Film dreht und der Schauspieler, die Schauspielerin mittendrin stirbt oder aus anderen Gründen nicht mehr mitspielen kann, dann kann man diesen Schauspieler oder diese Schauspielerin ersetzen mit Deepfake-Technologien. Man könnte in Zeiten von Corona-Lockdowns könnte man NachrichtensprecherInnen hinstellen, die es in echt gar nicht gibt. Also man könnte es auch nutzen, damit PatientInnen, denen irgendwie die Stimme fehlt aufgrund einer Krankheit, dass man denen ihre Stimme wieder zurückgibt, so in die Art und Weise. Und danach ging es dann für uns erstmal weiter durchs ganze Gebäude. Aber konkret zum Thema Deepfake haben wir da ein super tolles Beispiel, das du vielleicht kennst. Also ja, das kenne ich. Ja. Das mit dem Nachrichtensprecher habe ich auch schon mal gesehen, dass ja, da sie auf eine Nachrichtensprecherin da jetzt gesetzt haben, irgendwo ja, in Asien. Mhm. China? Ja. Ja. Voll. Was wir da haben, ist ein super tolles Beispiel für so einen Deepfake. Das ist der Obama Deepfake, der auf YouTube, ich glaube, 20 Millionen Mal geklickt worden ist bisher. Und da hat man eben ganz klassischerweise eine Rede von Obama, ein Video, in dem er eine Rede halt genommen und hat eben so ein KI-System darauf trainiert, wie verhält sich Obama, Barack Obama, wenn er eine Rede macht. Und diese digitale Maske von Obama hat man dann über diesen Schauspieler Jordan Peele drüber gelegt, während der einen Text einspricht. Und das Ergebnis schaut dann eben so aus, der Text
Da geht es eben um die Gefahren von Falschmeldungen im Internet, dass man aufpassen muss. Er beschimpft aber Donald Trump als völligen Trottel zum Beispiel. Also etwas, was man sich vorstellen kann, dass der echte Barack Obama in einer offiziellen Rede vor der Kamera nicht machen würde. Genau. Deshalb ist es so wichtig, dass man diese Technologien hinterfragt oder nicht die Technologien selbst. Technologien selbst sind ja immer neutral, aber die Art und Weise, wie wir es einsetzen, gehört hinterfragt und die Inhalte im Internet. Ja. Da gibt es wahnsinnig viele Prominente, mit denen das gemacht wird, aber das ist eben einer der bekanntesten Deepfakes. Und jetzt so auf dem, in der Größe beim Hinschauen wird vielleicht nicht sofort auffallen, dass das ein Fake ist. Aber wenn man genauer hinschaut, ein paar ja, Einzelheiten verraten. Was für Einzelheiten sind das? Also was wäre ja, jetzt konkret? Es sind eben diese Konturen von Gesicht zum Hintergrund, ohne dass man irgendeinen Schattenwurf irgendwo sieht. Man sieht bei ihm nicht wirklich viel Schattenwurf im Gesicht, den man normal hat. Oder beim Jordan Peele zum Beispiel schon besser sieht, an der Stirn zum Beispiel. Ja, und eben, wenn die Lippen nicht ganz synchron sind. Da unten ist dann eben nochmal ein Schritt weitergegangen. Da hat man für diese Nachrichten einfach überhaupt niemanden mehr vor die Nachrichtenkamera gesetzt, sondern hat dieses Modell komplett digital gestaltet, diese Nachrichtensprecherin. Das heißt, da ist nie wirklich eine Person gesessen, über die man eine Maske drüber gelegt hat, sondern das ist wirklich alles ein komplett digitales Modell. Und das wird in China teilweise auch so durchgeführt. Aber die ZuseherInnen, die wissen auch, dass das quasi ein Deepfake ist, genau. Doch, was war da nochmal genau mit dieser chinesischen Nachrichtensprecherin? Auf einer Internetkonferenz im ostchinesischen Wuzhen hat die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua tatsächlich ein virtuelles Programm vorgestellt, das in Zukunft die Arbeit von Moderatoren übernehmen könnte. Hallo, ich bin ein KI-Nachrichtensprecher in Peking, verkündete der virtuelle Sprecher bei seinem ersten Auftritt auf den Bildschirmen. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua und der chinesische Suchmaschinenbetreiber Sogu haben dieses Programm entwickelt. Es kann Stimmen, Mimik und Gestik von Menschen imitieren. Und in der Zukunft sollen solche digitalen Moderatoren öfter eingesetzt werden. Man da oben dann nochmal ganz gut sieht, ist der Prozess, wie dieser Face-Swap läuft. Also dieses, ich nehme ein Gesicht und tue es auf ein Modell drauf oder umgekehrt, diese digitale Maske eben mit dieser übertriebenen Mimik von dem jungen Mann, der da eben versucht, Wladimir Putin eben als Deepfake irgendwie Grimassen schneiden zu lassen. Und vielleicht habt ihr es mitgekriegt, jetzt in der ganzen Situation mit Russland und Ukraine, dass ja auch Deepfakes aufgetaucht sind, eben von Putin und von Zelensky, wo sie beide ja scheinbar schon von Kapitulation sprechen, ist aber nie so passiert. Also mit dieser übertriebenen Mimik sieht man es recht gut. Bis hier geht es eben um das Thema Gesichtserkennung und unabhängig von den Fakes, einfach was man mit Gesichtserkennung noch so machen kann. Die Idee ist ja auch, dass man anhand von gewissen Gesichtszügen gewisse Charaktereigenschaften ablest, aber das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir eben wissen, dass unser Gesicht nicht immer Ausschluss gibt darüber, was ich gern habe, wen ich gern habe, wie ich als Person so bin. Ja. Dann gibt es eben in China, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ein ganzes System, das eben alle Chinesen und Chinesinnen mit einbezieht, dass eben Überwachung im öffentlichen Raum stattfindet und dass je nachdem, wie man sich verhält, dass da quasi Pluspunkte oder Minuspunkte gibt und du dann eingelistet wirst eben... Social Credit System. Ja, genau, Social Credit System, du bist der top informiert. Genau darum geht es auch, aber auch um die Fehleranfälligkeit von solchen Systemen, die dann zum Beispiel eine Unternehmerin auf einem Bus erkennen, die dann angeklagt wird, dass sie was Böses getan hat und dabei war das aber nicht sie selbst, sondern eben das riesengroße Gesicht auf einem Bus, der da vorbeigefahren ist. Also immer noch total fehleranfällig, diese Systeme. Aber was ist das eigentlich? Ganz einfach gesagt, die Regierung vergibt digitale Punkte anhand von Aktivitäten und Verhalten der Bürger. Das bedeutet zum Beispiel, wenn Aaron seinen Müll nicht richtig entsorgt, sondern einfach so auf die Straße wirft, erfassen das die Kameras und Aaron bekommt ein schlechteres Ranking. Doch was sind jetzt die Auswirkungen auf das tägliche Leben? Die Auswirkungen auf das tägliche Leben sind sehr ausschlaggebend. Bürger mit einer guten Note bekommen zum Beispiel bessere Arbeitsplätze oder Zugang zu guten Bildungseinrichtungen. Es können sogar Arbeitsgenehmigungen durch gute Noten erkauft werden. Und jetzt zurück zu Aaron.
Und dafür auch nochmal danke an Matthias fürs Erklären. Mehr von ihm findet ihr auf seinem Kanal. Er ist in der Videobeschreibung verlinkt. Danke an das Ars Electronica Center für die kleine Zusammenarbeit. Es freut mich sehr, dass diese zustande gekommen ist. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Bis bald.